Hey Leute, wir sind auf dem Weg nach Teak City und ja, wir haben im letzten Part einige nice Einstellungen getroffen. Unter anderem wird jetzt kein Geld mehr gespart, sondern wir kriegen alles zu 100%, ohne dass uns irgendein scheiße Umsatzsteuerbeitrag, wie ich ihn so schön nenne, abgezogen wird. Oder halt unsere Miete, die eigentlich obsolet ist, weil wir ja sowieso nicht mehr beim Mutti leben. So, dann gehen wir mal wieder hier ein bisschen zurück und jetzt geht's weiter. Auch wenn die Qualität wieder mal Verluste aufweist. Das ist mir jetzt im Prinzip egal. So, dann heilen wir uns erstmal hier, weil wir doppelt von der Paralyse getroffen wurden. Zu vergleichen mit einem Schicksalsschlag. Und das ist auch der letzte Part für heute, weil danach schaue ich Planet der Affen Revolution, weil der erste Teil, der war schon ganz schön cool. Ja, ist genauso, was meine ich. Das ist praktisch ein richtiger Doppelkampf. Oder nee, das ist kein Doppelkampf, das ist auch Tag-Team-Kampf. Halt dich zusammengesetzt. Oh nein, nicht die. Oh, ich vermute Schlimmes. Bitte sagt, dass das Ding auch Psycho ist. Nein, ist es nicht. Aber es gibt einen Volltreffer. Das ist cool. Jetzt können wir endgültig nichts mehr machen, weil ihr wisst ja, es gibt da ein Problem. So, jetzt machen wir mal Hypnose ein. Attacke geht daneben. Super. Freut mich alles. Freut mich alles sehr. Erfreut mich in meinem Herzen. Oh, schlimmer kannst du echt nicht kommen. Jetzt kommen die uns mit unseren eigenen Mitteln aus. Das ist nicht so schön. So, jetzt wieder hoffen, dass eine Attacke durchkommt. Gegenstoß ist blockiert. Dann Hypnose. Bringt ja eh nix. Ja, also, was war nochmal unser Plan, wenn nichts geht, Leute? Ganz einfach. Wir tun es einfach zur Schneider einsetzen und dann müssen wir ja Austausch, Schüler beauftragen. Ich meine, warum setzen wir auch noch ausgerechnet noch die zwei Pokémon? Das sind so ähnliche Pokémon. Wurden vom Rückenwind erfasst. So, bevor wir jetzt noch komplett in Arsch gehen, müssen wir halt schauen, dass das so vonstatten geht. Noch nicht Angriff. Ja gut, es ist der Spezialangriff, also Arkai, los geht's, ja, mit einem Flammrad. Ja, hat nichts ganz gebracht, ist vernarrt, warum denn? Endlich mal kommt wieder eine Attacke durch, sehr gut. Bringt aber gar nichts, weil sich das Ding aufgegeilt hat. Ich will ja eigentlich Knuddeluff angreifen, aber das scheint euch in dem Moment egal zu sein. Die ersten 3 Minuten dieses Parts sind schon wieder weg. Da kann ich ja nichts anderes tun als knacken und Volltreffer, scheiße. So muss das Ganze doch irgendwie gehen. Komm, überwinde dich. Dankeschön. Ich hab doch sowieso nicht Pixie an, also bitte. Bitte, please. Ja.
Und das war es immer noch nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Ja, also die Kombi habt ihr euch ganz toll ausgedacht. Los, bitte. Sehr gut. So, noch einmal eine Attacke. Gut, schüchtern uns das Bein wieder einen Angriff ein. Aber es ist ja kein. Es muss ja eine Spezialattacke sein. So, ein Problem weniger. Gott sei Dank. Ach so, die haben ja noch mehr Pokémon. Nein! Gut, jetzt das weg ist. No problem. Hat sich ein Knuddel verliebt. Toll. Star vor Liebe. Aussetzer. So, Hund. Ich habe ja nicht verlangt, dass wir jetzt direkt in den Arena-Kampf gehen. Naka ist vernarrt. Och nein. Och nein. Meine Güte, es muss nur ein einziger Tage durchgehen und dann wär's das schon. Warum müssen die auch weiblich sein? Das kann doch echt nicht die das Problemslösung sein. Hat sich ein Gegner Knuddelluft verliebt, ja. Dankeschön. Thanks for you, believe. Was, das Ding hat immer noch überlebt. Dankeschön. So, jetzt kommt nochmal Knuddelluft, pass auf, oder nochmal Pixie. Ja, jetzt kommt noch Shelly Lady. Warum denn? Warum? Achso, ist er noch im Schlaf, scheiße. Woher wozu haben wir den Aufwecker? Das ist die dümmste Strategie ever. Was ich da mache. Zugabe ist beendet. Ja, können wir das bitte als Headliner markieren, dass die Zugabe beendet ist? So, jetzt nochmal Flammenrad auf Knuddelluft am besten, weil Knuddelluft ist schlimmer. Bei starker Liebe. Also nach dem Kampf muss ich mich erstmal hinlegen oder so. Gott sei Dank ist das auch der letzte Part für heute. Wirklich, mein Kopf ist eine tickende Zeitbombe. Kommt mir so manchmal zumindest so vor. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Komm, Haus weg, es geht nicht. Dieses Ding muss weg. Das ist. Oh, bitte. Also, wenn nochmal ein Doppelkampf kommt, nicht mehr diese Kombi. Das ist ja die Kombi des Todes. Ist fehlgeschlagen. Pfund. Warum kann das nicht fehlschlagen? Wenn Arkai weg ist, dann sind wir endgültig am Arsch. Dann können wir das echt vergessen. Warum setze ich jetzt da Trümmerer ein? Weil es ein Normal-Pokémon ist, höchstwahrscheinlich. Warum kann es nicht Psycho sein? Das würde doch so viel mehr Sinn machen. Doch, wir kommen einfach nicht durch. Und wir kommen nicht durch. Und wir kommen nicht durch. Okay, jetzt müssen wir heilen. Wenn wir nicht heilen, sind wir blöd. Also das Kampfsymbol von Nebulax sieht so aus wie das Symbol von Final Fantasy. Aber das muss so nebenbei vielleicht einfach nur so eine kleine Hommage. Es gibt ja tausende von Hommage-Sachen an in Pokémon. Ja, noch nie hat der Satz Know Your Enemy besser gepasst. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt mittlerweile? Na, kurz vor 7. Ja, Gott sei Dank habe ich morgen schulfrei, weil Prüfungen und so.
sind ja alle vorbei. Unsere Schule ist mir so gnädig und gibt uns den Montag schulfrei. Da müssen jetzt erstmal wieder die Einser kommen. Ja, und wenn ich dann an der Schule angenommen werde, habt ihr tatsächlich mit mir dann mal Let's Play Zeit 4 verschiedene Schulen erlebt. Statustausch, toll. Kann ich jetzt vielleicht die Attacken einsetzen, die ihr einsetzt? Also, ja, auf jeden Fall nice. So. Wäre schön, wenn es endlich mal wieder eine Attacke durchkommt. Hoffentlich haben die keinen Trank oder sowas in der Art, weil das ist das Letzte, was mir jetzt noch fehlt. Auf! Oh, Star vor Liebe. Das Ding muss einfach weg. Das Ding muss weg. Das. Die Mauer muss weg. Ach ja, stärk halt ruhig noch weiter deinen Spezial, was weiß ich. Damit gegen Schluss auf Pixie. Ja, noch schlimmer. So, Kampf und hier müssen wir Regenerate machen. Ja, also ich glaube, viel mehr kommt in diesem Part auch nicht mehr, weil das einfach nur der Kampf des Teufels ist. Obwohl wir 7 Level, nee, den sind wir 6 Level voraus. Oh, jetzt beendet's doch bitte. Beendet doch diese. So, Gegenstoß können wir nicht mehr einsetzen. Scheiße, jetzt können wir auch nicht mehr zurückgreifen. Auf irgendwelche anderen Attacken. Das hat keine Wirkung. Okay, hat sich verliebt. Warum? Das darf nicht wahr sein. Aber fällt euch langsam nicht mehr ein, was ihr einsetzen sollt, oder was? Ach, es wäre so schön, wenn nur eine von dieser Scheißattacke durchkommen würde. Keine Wirkung. Ja, bitte, jetzt kommt durch, dann ist es vorbei. Ja! Oder? Es reicht nicht, nein! Kann nicht weiter gesenkt werden. Ja, sind wir mittlerweile so an der Erniedrigung. Damit ihr es wisst. Das Ding kann keine anderen Attacken, das ist dumm. Komm, noch einmal. Einmal müssen wir durchkommen. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Jetzt bitte, 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 nein, 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 nein! Und wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Wenn Arkay jetzt nicht den Arm zusammenreißt und halt seine größte Liebe killt und es dann selbst gekillt wird, ja, dann ist vorbei. Oh, das ist so ein Teufelskreis. Das darf nicht wahr sein. Jetzt besiegen die uns mit so einer scheiß Bauernstrategie. Das gibt's nicht. Bitte, komm doch noch einmal durch. Nein, nein, nein. Also wenn ihr mich fragt, was viel schwieriger, der dritte Arena-Kampf oder das hier, dann würde ich den dritten Arena-Kampf nehmen. Das würde ich nehmen. Nein, dritter Arena-Kampf war Kinderspiel dagegen. Ach, ich weiß, dass da nichts mehr verfügbar ist. Jetzt bitte, komm doch endlich durch. Nein! Okay, das könnte schon die letzte Möglichkeit sein. Wenn du jetzt nicht durchkommst, kommst du nicht mehr durch. Da müssen wir uns tatsächlich geschlagen geben. Aber also dann kann ich echt nicht schlafen. Dann ist es aus. Dann könnt ihr das vergessen. Ja, im allerletzten Moment natürlich. Super.
Okay, wie besiegen wir das Ganze jetzt? Wir müssen es hypnotisieren, komm. Das sollte doch wohl drin sein. Och, ich kann nicht schlafen, wenn wir das nicht schaffen. Okay, es hat Feuer gefasst. Es hat Feuer gefasst und setzt eine Heule ein. Sehr gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir damit durchkommen. So. Hat keine Wirkung, ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. So. Shady Lady muss überleben. Ach, okay, wir sind noch am Leben. Cool. Das ist schön. Toll. Also über solche Mittel zum Sieg zu kommen, das ist... Ja. Schon boss-like. Also dieser Kampf wird dann in die Geschichte eingehen. Und es nur, weil wir es verbrannt haben. Okay, wegen Schambolzen haben wir uns jetzt wieder darin verliebt. Felswerfer, cool. So, ich glaube jetzt noch zwei Runden und dann haben wir das wirklich auf spektakuläre Art und Weise überlebt. Muss ich wieder aufladen, sehr gut. Das ist jetzt Heuler ein, cool. Ich glaube, damit schaffen wir es, damit kommen wir durch. Nee, doch nicht. Also wenn es uns jetzt mit einer Attacke killt, dann... Okay, ist jetzt Heuler ein. Wir haben es geschafft. Wir haben es auf die dümmste Art und Weise geschafft, diesen Teufelskampf zu gewinnen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja. Also, ich denke mal, mit den richtigen Pokémon kann man schaffen, wenn man Kampf-Pokémon im Team hat. Aber so ist das unmöglich. Das ist unmöglich, Leute. Auf jeden Fall, wenn ich den Part jetzt... Gott sei Dank haben wir das geschafft. Gott sei Dank haben wir wegen Verbrennung überlebt. Bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde. Ich muss mich aus.